Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr selber die Titelmelodie von Dead Island spielen könnt. Denn das Ganze ist eine recht einfache Melodie und genau deswegen möchte ich euch zeigen, wie ihr die selber spielen könnt. Was wir dafür brauchen, ist natürlich ein Klavier bzw. Piano oder eben ein Keyboard, wie jetzt hier in dem Fall. Beim Keyboard habe ich jetzt hier die Geige eingestellt, Standard Basic ist da ja das Klavier eingestellt, aber ich finde, mit der Geige hört sich das doch besser an. Dass ihr wisst, was ich meine, mit dem Dead Island Titel Song spiele ich das Ganze erstmal vor. Das ist das Ganze auch schon. Und wie ihr das spielt, das erkläre ich euch jetzt. So, ich erkläre das Ganze ganz einfach, für das auch wirklich eigentlich jeder fertig bringen sollte. Das hier ist eine Kollektion, ja, so, da seht ihr vielleicht besser, das hier ist eine Kollektion schwarzer Tasten, so nenne ich das jetzt mal, so wird das nicht genannt, aber ich nenne es jetzt so. Eine Kollektion schwarzer Tasten, fängt an mit zwei nebeneinander und dann drei nebeneinander. Und das nebeneinander ist eine Kollektion schwarze Tasten jetzt bei mir, so bezeichne ich das jetzt halt hier in dem Video. Da legt ihr erstmal euren Mittelfinger auf die erste Taste so einer Kollektion, also hier. Dann legt ihr den Zeigefinger auf die schwarze Taste links daneben. Und den Daumen kommt auf die weiße Taste, die zu der Taste, auf der der Zeigefinger liegt, rechts daneben liegt. Also hier liegt der Zeigefinger und hier liegt der Daumen. Das Ganze sieht dann so aus. Wenn wir jetzt vom Daumen über den Zeigefinger zum Mittelfinger spielen, hört sich das dann so an. Ja, tut mir jetzt leid für das am Ende. Aber das ist ja noch nicht die Melodie, sondern die Melodie geht folgendermaßen. Für die Melodie drückt ihr den Mittelfinger, dann den Zeigefinger, dann den Daumen, dann wieder den Zeigefinger und den Mittelfinger. Und das ist das Ganze auch schön. Wenn wir das jetzt aneinander hängen, dann haben wir das Ganze auch schon. Das ist jetzt erstmal die Melodie für die rechte Hand. Und da ich das Video nicht zu lang werden lassen will, mache ich jetzt auch gleich schon mit der linken Hand weiter. Denn die linke Hand ist ganz einfach. Bei der linken Hand legt ihr den Mittelfinger auf die dritte Taste einer Fünferkollektion. Also hier. Könnt es auch weiter unten hinlegen, es hört sich dann so an. Da das jetzt hier aber gerade nicht im Bild ist, mache ich das jetzt hier oben. Also ein Loop, nenne ich das jetzt mal, von der rechten Hand, hört sich so an. Weil, Loop deswegen, weil das wiederholt sich ja immer wieder. Es geht von da zu da, zu da, zu da und dann wieder da. Und dann so geht es dann die ganze Zeit. Und ein Loop ist hier, 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 hier. Und dann fängt sie wieder von vorne an. Und in einem Loop drückt ihr die Taste, im nächsten Loop die und im dritten die. Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Wenn nicht, dann zeige ich es jetzt einfach mal. So, und das war schon die ganze Melodie mit noch linker Hand. Da jetzt aber am Ende noch ein Ton kommt, da ist nämlich der dafür ist der Ringfinger gut, nämlich das ist dann das hier. Okay, und das ist auch schon die ganze Melodie. Je nach Bedarf kann man jetzt noch hier mit der ganzen linken Hand, ist jetzt leider gerade hier nicht im Bild, kann man dann hier noch zu dem Ton in der nächst tieferen Oktave, also zur nächst tieferen bzw. höheren Kollektion eben greifen, wo dann sowas bei entsteht. Das ist das tiefere, das was höhere, zusammen ist das dann so. Und das Ganze hört sich dann gleich nochmal besser an. Und wenn ich das Video wirklich schnell jetzt zu Ende bringen will, dass es nicht zu lang wird, kann man das dann noch pulsieren lassen, also so dann. Hört sich jetzt so komisch an, aber in Kombination
bei dem Ton, da macht man nichts mit der linken Hand, weil da passt man nichts sonderlich gut dazu. Das war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Ich gucke gerade mal. Ja, doch, 5 Minuten waren es auch. Okay, ich hoffe, das ist okay. Ja, das war es mit diesem Video. Vielen Dank beim Zusehen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Viel Spaß beim Üben und ciao. Bis zum nächsten Video. So, und dass ihr das Ganze nochmal ein bisschen besser seht, mache ich das jetzt nochmal von der Seite hier. Ich habe es nur von der anderen Seite gemacht, weil man dann besser sieht, wo ich die Finger drauf lege. Aber dass ihr das dann eben so seht, wie ihr es dann aussehen werdet, wenn ihr das dann selber spielt, mache ich es eben jetzt nochmal aus der Perspektive hier. Und dann fange ich auch schon direkt an. Das war's.